Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Wild Arms. Ich bin etwas erkältet, was man vielleicht auch hört, aber das soll uns nicht daran hindern, weiterzuspielen. Ich suche nach Beeren für meinen Vater. Die Beeren sind auf der anderen Seite der blockierten Passage. Kein Problem, wir machen den Stein kaputt. Halstuch erhalten. Das sollten wir dann auch gleich ausrüsten. Die Beeren glänzen ein wenig. Heilige Beere erhalten. Danke. Mit diesen Beeren kann ich meinen Vater heilen. Beeilt euch, ich muss sofort zu ihm. Oh, was haben wir jetzt kaputt gemacht? Ein Erdbeben? Ein ganz schön langes Erdbeben. Am Ausgang. Mutti! Warum machst du immer solche Schwierigkeiten? Ich wollte diese Beeren holen, um Vaters Wunden zu heilen. Seid ihr beiden okay? Was hat das mit diesem Erdbeben auf sich? Ich habe dir immer gesagt, dass du nicht hierher kommen sollst. Du bist in Sicherheit, das ist wichtig. Geh mal nach Hause. Da kommt jetzt das Unheil. Und somit auch unser erster Endgegner. Und zwar ist das ein Zombie. Damit zeige ich euch auch mal Rudis Waffe. Das ist eine Handgranate mit 8 Kugeln. Mal schauen, was die so anrichtet. Fauler Art. Boah, der Gegner muss aber auch direkt übertreiben. Ich glaube, ich heile mich direkt besser, weil bei meinem Glück setzt er als nächstes wieder so eine starke Attacke an und dann war's das mit uns. Jetzt geht's wieder Volldampf voraus. Ganz schön was aus. Mal sehen. Das hier ist übrigens eine besondere Fähigkeit von Rudi. Die werden wir bestimmt früher oder später noch kennenlernen. Gegenangriffe sind immer gut. Und er steht immer noch. Und immer noch. Heilen wir uns nochmal? So kann der ruhig immer angreifen. Das stört mich fast gar nicht. Meine Herren, hat der eine Energie. Aber wir haben ihn besiegt. Genau, geh in die Knie.
Rudi wirft sich dem generierenden Zombie die heilige Beere zu. Das heilende Licht der heiligen Beere macht den Zombie zum Matsch. Klasse, du hast den Zombie besiegt. Was ist mit Mutti los? Du hast über das ganze Surfdorf Unheil gebracht. Ich habe von dir gehört, du besitzt die Waffe, die verbotene Kraft. Ich weiß, dass das verboten ist, aber ich habe vor einigen Tagen deine Sachen durchsucht. Die Waffe hat uns alle ins Verderben gestürzt. Der Traumjäger Rudi hat uns alle verflucht. Das Erdbeben wurde wahrscheinlich von Rudi verursacht. Ruhe! Rudi, danke für die Rettung. Aber du hast den verbotenen Weg geöffnet und uns alle in Gefahr gebracht. Du hast auch eine Waffe. Du wirst nach unserem Dorfgesetz dafür gerichtet werden. Bist du einverstanden, Rudi? Ich habe wahrscheinlich keine andere Wahl, aber versuche es. Tut mir leid, Rudi. Du bist zwar ein Traumjäger, aber du hast unsere Gesetze verletzt. Wir müssen dich richten, du hast keine Wahl. Rudi, bitte komm mit uns. Ich muss ja. Wir müssen sofort ins Dorf zurück. Rudi wird dort gerichtet. Sympathische Menschen. Der Junge brachte ein furchtbares Omen ins Dorf. Wir müssen was tun. Er ist ein Traumjäger. Es mag grausam klingen, aber er kann uns allen schaden. Beim Aufbrechen des Siegels gab es ein Erdbeben, das das ganze Dorf zerstörte. Naja, finde ich jetzt nicht so. Ah, ich kann mich bewegen, sehr gut. Wir stimmen also alle zu. Wir werden ihn bitten zu gehen. Ich habe ihn hergebracht, so werde ich ihm auch unsere Entscheidung mitteilen. Hast du gelauscht, Rudi? Dann kennst du unseren Beschluss bereits. Ich muss dich bitten, deine Sachen zu packen und zu gehen. Und komm bitte niemals wieder. Naja, die Bomben behalte ich trotzdem. So, und dann gehen wir. Du hast mich gerettet. Ich war so hilflos. Ich weiß, dass du das Richtige tatest und sie das Falsche. Ich möchte dir nur danken. Ich muss zurück. Nochmals vielen Dank. Ach, wenigstens der Junge ist nett. Obwohl er seine Fähigkeit, sie zu schützen, anwendete, wiesen sie ihn aus Furcht zurück. Er hat eine Macht, nach der er nie fragte. Er weiß, die verbotenen Waffen zu gebrauchen. Er durchstreift die Welt, um seine Seele zu suchen, ohne Wissen um seine Macht. So, dann schauen wir mal, mit wem wir als nächstes spielen. Und ich schlage vor, wir spielen als nächstes mit dem Schatzsucher im Erinnerungstempel. Wir könnten theoretisch jetzt auch mit Rudi erst noch woanders hingehen, um es uns nachher einfacher zu machen, aber das machen wir dann nachher in Ruhe. Der Erinnerungstempel. Ich hoffe, du hast für diese Information nicht zu viel bezahlt. Hey, hast du von diesem Ort gehört? Ja klar, der Ort ist berühmt. Du hast dein Geld verschwendet. Hier ist nichts Wertvolles mehr zu finden. Sei still, mein Instinkt sagt mir, dass das alles ist. Ich glaube nicht, dass es hier noch etwas Wertvolles gibt. Schließlich bist du nicht der erste Schatzsucher, der hier durchkommt. Wir werden nur Schund finden. Okay, aber lass uns trotzdem nachsehen. Vielleicht finden wir etwas über die Superkraft heraus. Also gehen wir. Hey, Hanpan, was ist das? Mensch, nein, fass das nicht an. Lass mich mal ran. Sieh mal, hier. Bist du der Beschützer der Erinnerung?
Du musst den Namen einritzen. Du bist der Klügere. Fällt dir was ein? Keine Ahnung. Nur so zum Test schreibe ich meinen Namen hinein. Das ist übrigens die kreativste Art, seinen Namen anzugeben in diesem Spiel. Und wir heißen Jack. Keine Entsprechungen. Ich beschütze die Erinnerung, Eindringling. Ich schicke dich in die Tiefe des Abgrunds. Ei. Jack von Burrays, Meister des schnellen Zugs. Traumjäger, der Schatzsucher. Seine Begleiterin, die Windmaus Hanpan, ist neugierig und sehr bewandert, doch auch ein wenig arrogant. Ich liebe sie übrigens. Ohne Rücksicht auf Gefahr durchstreifen die Schatzsucher die Ruinen auf der Suche nach Schätzen und Abenteuern. Jack sucht nach der ultimativen Superkraft, der keine andere das Wasser reichen kann. Er sucht unermüdlich weiter. Steckt sie in einem Schwert? Mann, das war aber cool. Finde ich wohl auch. Ich habe jetzt genug vom Suchen. Machen wir uns aus dem Staub. Okay. Ein Zettel. Jemand hat hier eine Nachricht zurückgelassen. Lies sie. Ich habe alles mitgenommen, was einen Wert hatte. Heilbeeren sind auch nicht falsch. Leer. Eine Truhe. Man kann Hanpan werfen. Das sieht dann so aus. Kaumelhut erhalten. Mal schauen, ob der uns was bringt. Ja. Kommt nicht in Frage. Wie zum Teufel soll ich an diesen Schatz herankommen? Ich kann dir beim Erreichen jener abgelegenen Orte helfen. Ziehe und drücke die Taste Objekte, wenn es nicht zu schwer ist, hole ich es. Ich bin eine Windmaus. Einige Aufträge sind meine Stärke. Na gut, haben wir schon gemacht, also macht das ja nichts. So, da waren wir eben. So, mal schauen, was hier hinten ist. Ein Schalter. Ah, perfekt. Leer, das ist nicht so perfekt. Da unten waren wir noch nicht. Mal gucken, ob wir irgendwas verpasst haben. Nee, da ist der Eingang. Wenn man das so nennen kann. Dann passen wir auf. Die Stacheln kommen nämlich sonst raus. Und wieder eine leere Truhe. Da seht ihr die Stacheln. Ja, das war nicht so klug. Wir haben doch eine Windmaus. So, schauen wir mal, was rechts ist. Ein Schalter. Sehr gut. So, gehen wir zuerst nach rechts. Heilbeere erhalten. Aus, nicht wahr? Noch eine Heilbeere. Und ein Speicherpunkt. Ich würde sagen, damit hören wir dann heute erstmal auf und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!